Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kurzintervention im Jahr 2022. Es ist zwar ein neues Jahr, aber sonst ist alles beim Alten geblieben. Ich bin Philipp Mutzbau und bei mir ist, wie immer, Katrin Schneider. Hallo Katrin. Hallo Philipp. Katrin, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ja, in der Tat. Ganz entspannt und natürlich auch ganz Corona-konform mit Raclette und einem netten Filmabend. Sehr schön. Und natürlich wünschen wir auch allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Inhaltlich geht es heute um das Reallabor Demokratie des Landtags. Da sprechen wir mit Franka Schreiber und Martin Florak. Und natürlich geht es auch wie immer um das Plenum in diesem Monat, wo uns Katrin ein bisschen was zu erzählen wird. Genau, im Januarplenum haben wir wie üblich zu Beginn der Plenarsitzung jeweils eine aktuelle Debatte. Da darf jede Fraktion ein Thema für einreichen und danach werden verschiedene Gesetzesvorhaben und Anträge besprochen. Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Gespräch mit den Gästen und im Anschluss geht es dann um das Plenum. Zum ersten Mal habe ich im Podcast zwei Gäste, nämlich Franka Schreiber und Martin Florak vom Reallabor Demokratie hier im Landtag Rheinland-Pfalz. Hallo Franka, hallo Martin. Hallo Philipp. Hallo Philipp. Mögt ihr euch vielleicht kurz mal vorstellen? Ja, ich bin Franka Schreiber. Ich bin Referentin in der Landtagsverwaltung. Seit 2016 habe ich als Volontärin angefangen und bin jetzt letztes Jahr im September zu Martin ins Reallabor Demokratie dazugestoßen. Mhm. Ja, mein Name ist Martin Florak. Wie Franka gerade gesagt hat, arbeiten wir zusammen im Reallabor. Das ist eigentlich eine Initiative, die vor etwa anderthalb Jahren gestartet ist. Und dazu bin ich in die Landtagsverwaltung in Mainz gewechselt. Ich war vorher viele Jahre Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Mhm. Und jetzt haben wir ein bisschen was über euch gelernt. Jetzt wäre natürlich das die nächste Frage, Reallabor Demokratie. Seit wann gibt es das und was ist das eigentlich? Ja, es gibt es, was den Namen angeht, seit Herbst 2020. Und da steckt auch schon die erste Einschränkung drin, weil wir uns natürlich pünktlich in Pandemiezeiten diese Initiative überlegt haben. Und das hat auch uns das Leben nicht sehr viel leichter gemacht, weil die Idee eines Reallabors ja so ein bisschen nahelegt, dass es um Experimentieren und Ausprobieren geht. Und wir haben ja dann doch einigermaßen wenig ausprobieren und auch experimentieren können. Aber dieser Begriff des Reallabors, den gibt es vielfach in den Ingenieurswissenschaften und hat häufig so einen Zungenschlag auch in der Nachhaltigkeitsdebatte und Transformationsdebatte gefunden. Die Idee, die dahinter steckt, ist, man bringt unterschiedliche Akteursgruppen, also Politik, Wissenschaft, Praktiker, Experten anderer Couleur zusammen, um an konkreten Fragen und Problemen zu arbeiten, also an realen Problemen, die man aber unter quasi Laborbedingungen bearbeitet. Daher rührt der Begriff des Reallabors und die Idee war, das zu adaptieren und ja, ein bisschen auch mit demokratiepolitischen Fragen zu experimentieren, weil wir ja erlebt haben, dass Demokratie an sich rhetorisch unter Druck gerät, in Zweifel gezogen wird und sich insofern die Frage stellt, wie macht man denn sozusagen auch die Demokratie zukunftsfit? Mhm. Und da war die Idee, sowas in so einem Labor- und Experimentierkontext zu forcieren. Ja, jetzt sagst du gerade schon Experimentierkontext. Würdest du auch sagen, dass das so der Hauptpunkt, den das Reallabor jetzt, sag ich mal, von der sonstigen politischen Kommunikation, von den Bildungsangeboten des Landtags unterscheidet? Also ist das das Herausstellungsmerkmal? Ja, ich würde vielleicht bei den Anschlusspunkten noch anfangen, weil viele Initiativen gibt es ja auch schon, die der Landtag unternommen hat, was politische Bildungsprogramme und auch Kommunikation mit Bürgerschaft angeht. Und die Idee ist eigentlich da, vielleicht mit einer leicht anderen Akzentsetzung wirklich das Ausprobieren in den Mittelpunkt zu rücken und auch ja die Möglichkeit, vielleicht auch neue Akteursgruppen dafür zu erschließen oder aber auch in einfach neuen und auch ungewöhnlicheren Settings Leute zusammenzubringen, weil manchmal sorgt ja alleine auch räumlicher Wechsel oder eine besondere räumliche Konstellation dafür, dass auf einmal eine Debatte anders läuft. Ich würde da nochmal ergänzen, und zwar Martin hat es ja schon gesagt, dass wir eben schon im Landtag ja seit vielen, vielen Jahren ein großes und sehr breit aufgestelltes Angebot in der Bildungsarbeit haben. Die richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, den wir im Reallabor verfolgen, wie es Martin auch schon angedeutet hat, eben auch unsere Zielgruppe zu erweitern, also stärker auch in die Erwachsenengruppe zu gehen. Und außerdem auch, was wir uns als Idee überlegt haben, mal sehen, wie sich das umsetzen lässt,
auch zu sagen, wir wollen mit unseren Angeboten mehr ins Land gehen. Also es ist ja so, dass sehr viele Veranstaltungen und Angebote hier in der Landeshauptstadt in Mainz stattfinden, weil der Landtag natürlich eben auch hier mit dem Deutschhaus seinen Sitz hat. Ja. Aber es gibt ja gerade in Rheinland-Pfalz so wahnsinnig viele Orte der Demokratie, die in der Gegenwart oder auch in der Historie eben spannende Bezüge zur Demokratie haben. Und das wäre für uns natürlich ja einfach eine tolle Gelegenheit, da weiter ins Land zu gehen und da aktiv zu werden. Und welche konkreten Projekte setzt ihr momentan um, beziehungsweise was habt ihr für die Zukunft geplant im Moment? Also ich bin, im Moment konzentriere ich mich auf den einen Bereich, der mit der Unternehmensweiterbildung zusammenhängt. Also auch Stichwort neue Zielgruppe. Wir haben nämlich gemerkt, dass für viele Unternehmen das Thema Demokratiebildung an Bedeutung gewinnt. Also ich glaube, das hat auch die Corona-Pandemie jetzt nochmal gezeigt. Und wenn man sich überlegt, dass Demokratie ja nicht nur eine Staatsform ist, sondern vor allem eben auch eine Haltung im täglichen Leben, aber eben natürlich auch im Arbeitsleben. Und deswegen besteht da eben auch von Seiten der Unternehmen oder der Wirtschaft das Interesse, da stärker reinzugehen. Und wir knüpfen gerade Kontakte zu rheinland-pfälzischen Unternehmen, um mit ihnen gemeinsam ja Demokratie-Workshops für die Mitarbeitenden zu entwickeln. Da können wir uns auch nochmal unterschiedliche Zielgruppen vorstellen, zum einen die Auszubildenden, zum anderen auch die Führungskräfte. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall ein ganz spannendes Betätigungsfeld jetzt auch für uns entdeckt. Vielleicht mit einem zweiten anschließen. Es gibt ja, vielleicht ist es so auch jetzt schon in der breiteren Diskussion angekommen, eine Diskussion um sogenannte Bürgerräte. Wenn man das ein bisschen allgemeiner formuliert, kann man sagen, ist eigentlich die Idee, dass man ja zufällig ausgewählte Bürger über bestimmte Beratungsformate in politische Diskussionen verstrickt. Also man lädt nicht einfach ein und es kommen die, die sich dann besonders interessieren, sondern man lädt wirklich über Zufallsstichprobe aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, in dem Falle von mir aus ganz Rheinland-Pfalz, zufällig ausgewählte Bürger ein, mit denen man dann sehr konkrete Fragen diskutiert und man hofft, dass diese, wenn wir es wollen, Alltagsberatung auch einen eigenen politischen Zweck erfüllt. Und das wollen wir auch ausloten, weil das ein interessantes Instrument sein kann, um bestimmte Sachfragen vielleicht auch mit dieser Expertise anzureichern und neue Wege der Politikberatung zu beschreiten. Wir haben ja so ähnliche Vorläufer schon auf kommunaler Ebene jetzt vielfach. Wir sehen das auch zum Teil im Bund. Und in so eine Richtung wollen wir weiter Ideen vorantreiben. Vielleicht der dritte Baustein, den wir zumindest nennen sollten, aber wo jetzt im Moment leider angesichts der pandemischen Lage nicht so viel passieren kann, ist, wir wollen auch gerne an Fachhochschulen und Hochschulen herantreten, um Studierendengruppen, die zwar absehbar irgendwann mal in vielleicht auch unternehmerischer oder verwaltungsmäßiger Führungsposition landen, ja, mit politischen Bildungsangeboten zu begegnen. Aber im Moment haben die Hochschulen und die Fachhochschulen verständlicherweise ganz viel zu tun, damit überhaupt ihren normalen universitären Alltag zu organisieren in der Pandemie. Und insofern müssen wir da im Moment leider ein bisschen auf der Bremse stehen noch. Ja, das sind auf jeden Fall spannende Felder. Wenn ich jetzt sage, eure Arbeit oder die Arbeit des Reallabors interessiert mich, wie kann ich mich denn da auf dem Laufenden halten? Wo kann ich mich da mehr drüber informieren? Also die erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall die Homepage vom Landtag. Da werden wir ja alle Infos zum Reallabor einstellen und vor allem natürlich auch unsere Veranstaltungen und Programme bewerben. Aber wir freuen uns auch über jeden und jede, die persönlich und direkt mit uns Kontakt aufnimmt. Da kann man sich gerne jederzeit an uns wenden. Alles klar. Dann sind wir an der Stelle auch schon fertig mit unseren inhaltlichen thematischen Fragen und kämen dann zu den 10 Fragen, die wir allen Gästen stellen. Jetzt habe ich natürlich 2 Gäste heute, damit die Herausforderung, was mache ich mit diesen 10 Fragen? Ich würde vorschlagen, ich stelle die Fragen einfach mal in den Raum und wer von euch beiden möchte, beantwortet die jeweilige Frage. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr eine Frage auch doppelt beantworten. Ist das für euch so in Ordnung? Alles klar, ja. Dann legen wir los. Sehr schön mit Frage Nummer 1. Warum bist du Teil des Reallabors geworden? Ja, ich kann mal anfangen. Da gehe ich mal ein bisschen zurück bis in meine Studienzeit. Ich habe nämlich als Studentin im Landtag als Honorarkraft gearbeitet. Ich habe da Besuchergruppen, vor allem Schülergruppen auch betreut. Und das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dann nach dem Studium im Landtag ein Volontariat gemacht in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
habe dann im Anschluss daran die Leitung der Internetredaktion übernommen. Und irgendwann, so im letzten Jahr, kam dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich würde eigentlich gern wieder so ein bisschen mehr in die unmittelbare, direkte politische Bildung. Und da hat sich dann eben mit dem Reallabor eine wunderbare Möglichkeit für mich aufgetan. Mhm. Und was wolltest du bzw. Martin als Kind werden? Ja, ich habe meine Eltern und vor allen Dingen auch meine Schwester damit genervt, dass ich Archäologe werden wollte. Und das hat sie insofern genervt, weil wir zum Beispiel auf Frankreich urlauben, an irgendwelchen Ausgrabungsstätten in Südfrankreich vorbeikamen und sie mich im Prinzip mit körperlicher Gewalt irgendwann da wegzerren mussten, weil ich da zugucken wollte. Daran habe ich mich jahrelang festgehalten, bis mich mal irgendjemand, der wirklich Archäologie studiert hatte und als Archäologe auch arbeitete, davon dann abgebracht hat. Und dann habe ich das Fach gewechselt. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welches Studium, welche Ausbildung habt ihr denn gemacht? Ja, ich glaube, Martin und ich haben da ja ein paar Parallelen. Wir haben beide ja, Politikwissenschaften studiert. Martin ja, glaube ich, schwerpunktmäßiger als ich. Ich komme eigentlich aus der Publizistik, aus der Kommunikationswissenschaften, habe Politikwissenschaften aber auch dabei gehabt in Mainz im Bachelor und dann habe ich in Düsseldorf noch einen Master gemacht, der sich dann politische Kommunikation nannte. Mhm. Die nächste Frage, wo in Rheinland-Pfalz lebst du oder lebt ihr und warum ist es denn dort am schönsten? Ich glaube, das könnte jetzt eine ganz spannende Frage werden, je nachdem, wer antwortet. Ja, das ist die Steilvorlage. Ich gehe gleich darauf ein, weil ich wohne zumindest halb in Rheinland-Pfalz. Logischerweise, wenn man in Mainz arbeitet, macht es auch Sinn, in Mainz zu wohnen. Mhm. Das tue ich zumindest halb. Ich habe eine kleine Wohnung in der Mainzer Neustadt, in der ich mich ganz wohl fühle an den Tagen, in denen ich in Mainz arbeite. Aber ansonsten bin ich Nordrhein-Westfalen erhalten geblieben, weil der Rest meiner Familie in den anderen Tagen im Ruhrgebiet wohnt. Und da verbringe ich dann die andere Zeit. Insofern die Frage, wo es in Rheinland-Pfalz am schönsten ist, da traue ich mir ehrlich gesagt keine Antwort zu. Da kann ich aber noch ergänzen, das ist nämlich eigentlich auch irgendwo wieder eine Parallele. Ich komme nämlich ursprünglich aus der Nähe von Köln, also bin auch Nordrhein-Westfälin, wohne jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Mainz. Und da muss ich immer dran denken, dass es eigentlich auch sehr ähnlich wie Köln ist. Wir haben den Rhein, wir haben den Dom. Wir haben den Karneval oder die Fasnacht und alles ein bisschen kleiner, aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie doch sehr ähnlich. Okay. Und jetzt mal ein starker Themenwechsel, sage ich mal. Wenn ihr mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person eurer Wahl sprechen könntet und es ist ganz egal, ob die Person lebt, ob die bereits verstorben ist oder ob es eine rein fiktive Person ist, wer wäre das und über welches Thema würdet ihr reden wollen? Also ich würde total gerne mal mit Michelle Obama sprechen und zwar am liebsten über alles. Also ich habe die einmal bei einer Wahlkampfveranstaltung live erlebt, das war 2012 und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt. Also diese Frau ist ja voller Energie und die strahlt so einen unglaublichen Optimismus aus und ja, den Willen, die Dinge wirklich zum Besseren zu verändern. Und ja, das fand ich eigentlich total einfach super beeindruckend. Wenn ich mich jetzt auf ein Thema festlegen müsste, ich glaube, dann würde ich sie vor allem nach ihren Erfahrungen als First Lady befragen, weil ich finde, sie hat ja diese Rolle sehr aktiv und sehr politisch auch ausgefüllt. Also hat sich nicht auf das Repräsentative beschränkt. Und ja, da frage ich mich einfach, wie das war und wie sie sich eben gerade auch als Frau da behauptet hat und ihr Ding gemacht hat. Mhm. Martin, möchtest du auch jemanden nennen? Oh, ich glaube, die Antwort, die Franka gegeben hat, ist ganz in Ordnung. Klar. Lassen wir es doch dabei. Damit lassen wir es doch dabei. Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich, was ist euer bzw. dein liebstes Buch, Film, Brettspiel, Videospiel und warum? Ja, vielleicht steige ich da ein. Also bei dem Buch würde mir jedenfalls spontan einfallen, ob es mein Liebstes ist, weiß ich gar nicht ganz genau, aber jedenfalls eins, was ich sehr prägend fand, von Paul Auster, Leviathan. Mhm. Es dockt nämlich bei irgendeinem Fable an, was ich so ein bisschen habe für erste Sätze in Büchern oder anderen Texten. Das ist immer interessant. Man kann ja auch eine Art Typologie bilden. Und
ich krieg's nicht wirklich wörtlich hinzitiert, aber dieses Buch von Paul Auster beginnt damit, dass sich im nördlichen Wisconsin irgendwie am Straßenrand jemand mit einer selbstgebauten Bombe in die Luft sprengt. Mhm. Und das eröffnet dann den Reigen für ein, ja, so ein gesellschaftspolitisches und auch irgendwie halbpolitisches Panorama amerikanischer Zeitgeschichte. Und ich finde das unheimlich faszinierend, weil Paul Auster insbesondere bei seinen frühen Sachen das so wunderbar schafft, unterschiedliche, durchaus auch wissenschaftlich disziplinäre Zugänge mit so einem Gesellschaftspanorama der USA zu verbinden. Und das, daran denke ich jedenfalls zurück, weil es ein bisschen auch ein literarischer Initiationspunkt gewesen ist, daran anschließend viele andere Bücher in so eine Richtung auch zu lesen. Okay. Und wer von euch beiden möchte über sein Hobby berichten? Also ich habe was, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, weil ich es nicht regelmäßig mache, aber ich habe in der Corona-Pandemie angefangen, Origami zu falten, weil ich ein Mobile für meine Tochter basteln wollte. Und das ist ja zum einen sehr meditativ und zum anderen finde ich es aber auch total faszinierend. Also ich gucke mir dann immer YouTube-Videos an oder irgendwelche Anleitungen im Internet, wie man das macht. Und ich frage mich dann immer dabei, wer sich das eigentlich so ausdenkt. Ne? Also das sind ja so komplizierte Faltungen. Da hast du so ein kleines Stück quadratisches Papier und kriegst am Ende dann irgendwie einen tollen Kranich oder einen Schmetterling raus. Und ja, das macht einfach Spaß. Okay. Ich habe das vor Jahren mal ausprobiert und wollte einen Fuchs falten und ich muss sagen, es war ein absolutes Desaster und danach habe ich es nach diesem Versuch Nummer 1 auch wieder aufgegeben. Und es sah dann eher aus wie ein Bär am Ende, oder? Es sah so ein bisschen eher aus, sage ich mal, wie so den ersten Draft einer Abschlussarbeit, den man wütend in den Mülleimer wirft hinterher. Ja, von daher ist das Hobby mir nicht erhalten geblieben. Gut, aber genug zu Origami. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Konzert, auf dem ihr wart? Ja, tue ich lebhaft. Ich traue mich aber kaum, es zuzugeben. Es war Michael Jackson, Müngersdorfer Stadion in Köln, so hieß das damals noch. Das sah auch völlig anders aus als heute, wenn man Bilder des Kölner Stadions sieht. Ich habe es eindrücklich in Erinnerung, weil es auch gefühlt 17 Vorbands gab, bis dann am Ende Michael Jackson kam. Und man mag es kaum glauben, aber hinter mir brachen wirklich die Teenager-Mädels fast zusammen vor Euphorie. Das habe ich wirklich lebhaft in Erinnerung, weil das natürlich am Ende alles interessanter war als das Konzert, von dem wir ganz wenig gesehen haben, weil wir so weit weg saßen und so günstige Plätze ergattert hatten. Okay. Aber ist ja auch schon, dass ich mit kein kleiner Künstler, mit dem du da angefangen hast. Ja, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, es ist schon ein bisschen länger her. Das wäre jetzt auch ähnlich gewesen. Ja, in der Tat. Ich war nicht mal wirklich Fan von Michael Jackson, aber ich ging mit, weil mein bester Freund das für eine coole Idee hielt. Und natürlich war die Show grandios, muss man sagen. Ja. Also es ist, man kann es einigermaßen seriös, ohne rot zu werden, auch erzählen. Auf jeden Fall. Also hatten wir schon peinlichere Geschichten, aber ich finde, das gehört zu der Frage auch absolut dazu. Franka, magst du auch noch was zu deinem ersten Konzert sagen? Das war ein Seed-Konzert. Mhm. Ich habe es gestern Martin schon erzählt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eigentlich stimmte, was ich dir erzählt habe. Ich dachte nämlich, das erste wäre auf dem Summer Jam gewesen, aber am Fühlinger See in Köln, so ein großes Reggae-Festival, aber vielleicht war es auch in Bonn auf einer Open-Air-Bühne, also ich weiß es nicht mehr genau. Aber das hat einfach Spaß gemacht. Also die Rhythmen, die da und die Texte und ja, hab da einfach noch so eine wogende Welle als Bild im Kopf, wie da alle auf- und niederhüpfen. Hat großen Spaß gemacht. Okay, schön. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, die auch gerne beide beantworten dürfen, wenn ihr möchtet. Und zwar ist das die Frage nach einer Podcast-Empfehlung. Ich höre tatsächlich nur sehr selten Podcasts, obwohl ich das eigentlich mag. Aber im Moment fehlt mir meistens die Zeit dazu. Deswegen gebe ich die Frage an Martin weiter. Ja, dann gebe ich gerne doppelte Empfehlungen ab, die in unterschiedliche Richtungen weisen. Also klar. Ich will ganz dringend empfehlen den Politik-Podcast der Kollegen aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio rund um Stefan Detjen und andere. Das ist ein ganz tolles Format, abends so ein bisschen das Redaktionsgespräch während der Woche nach, wenn man sich über politische Dinge unterhält und das deckt sich unheimlich mit meinem Fable, sowieso politische Berichterstattung im Radio über den Deutschlandfunk zu verfolgen, weil man einfach extrem gut informierte, seriöse Berichterstattung bekommt und das einfach extrem interessant ist und auch manchmal ist vielleicht nicht das allererste Top-Thema der Woche ist, worum es geht, sondern manchmal auch die Nebenthemen, über die man da was erfährt. Kurz und knackig, meist eine halbe Stunde, der Politik-Podcast, wirklich ein tolles Format für politische Informationen. Und das Zweite geht ganz
anders und ist auch weniger kurz und knackig. Es gibt von Zeit, von der Zeit den Podcast Alles gesagt. Ich glaube, es gibt da auch inzwischen eine große Fangemeinde. Der Witz ist halt, dass der Podcast erst endet, wenn der jeweilige Podcast-Gast das Gespräch beendet, was dazu führt, dass manche dieser Folgen 6, 7, manche sogar 8 Stunden dauern. Und das entwickelt einen ganz eigenen Sog. Jetzt nicht, weil man die 8 Stunden am Stück hört, sondern man kann das dann so in Pausen füllen. Aber das Interessante ist, dass sich manchmal da diejenigen, die da im Gespräch sind, von so unterschiedlichen Facetten zeigen und auch so ganz unterschiedliche Themen zur Sprache kommen, die man entweder gar nicht mit denjenigen assoziiert oder es nimmt besondere Wendungen. Erst recht, wenn da interessante Leute sind in einer bewegten Lebensgeschichte. Und da steckt unheimlich viel drin. Jedenfalls ertappe ich mich häufig dabei, mir irgendwie Zettelchen zu schreiben und zu merken, Mensch, so eine Idee, da könnte man darüber nachdenken oder gibt es einen Querbezug zu völlig anderen Dingen, über die nicht gesprochen wird. Also das finde ich auch ein ganz tolles Format. Okay, dann danke für die Empfehlung. Und 6, 7, 8 Stunden schaffen wir heute leider nicht, denn wir sind schon am Ende der Fragen angekommen. Franka und Martin, vielen Dank für eure Antworten, für eure Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Danke für die Einladung. Danke dir. Klar, gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war unser Gespräch mit Franka Schreiber und Martin Florak über das Reallabor Demokratie und jetzt widmen wir es nochmal kurz dem Januarplenum. Katrin, was hast du uns denn da mitgebracht? Ja, ich habe so ein bisschen ein buntes Potpourri mitgebracht. Und zwar zunächst einmal wird sich das Plenum am 20.01.2022 im Rahmen der aktuellen Debatte auf Antrag der Fraktion der SPD mit den sogenannten Montagsspaziergängen beschäftigen. Da werden dann alle Fraktionen eine Stellungnahme zu abgeben und es wird eben sich munter ausgetauscht. Außerdem haben die Fraktionen verschiedene Anträge eingereicht und da möchte ich euch jetzt ein paar ganz kurz vorstellen. Die CDU-Fraktion setzt sich mit einem Antrag dafür ein, dass Anreize geschaffen werden, dass mehr Menschen eine Versicherung gegen Elementarschäden abschließen. Die Versicherungsbranche solle in ihren Wohngebäudeversicherungen grundsätzlich einen Schutz gegen Naturgefahren mit aufnehmen und das soll dann nur im Wege eines Opt-out-Verfahrens abgewählt werden können. Außerdem haben wir einen Antrag der Fraktion der Freien Wähler, welche fordern, dass an den rheinland-pfälzischen Schulen ein Corona-Testheft eingeführt wird. In diesem sollen die an den Schulen durchgeführten Selbsttests dokumentiert werden und so eben auch als Testnachweis für außerschulische Aktivitäten gelten. Die Testungen an Schulen sollen auch als Testungen im Sinne der Corona-Bekämpfungsverordnung anerkannt werden. Dann haben wir noch einen Antrag der Koalitionsfraktionen, also von SPD, Bündnis 90, Die Grünen und FDP, welcher sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt und der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft mit unterschiedlichen Maßnahmen in den Bereichen Weiterbildung und betriebliche Mitstimmung beschäftigt. Unter anderem wird die Einrichtung einer Transformationsagentur durch die Landesregierung unterstützt. Und was ist eine Transformationsagentur genau? Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Die Transformationsagentur soll Beschäftigte und Betriebe über Qualifizierungsangebote und Fördermöglichkeiten informieren. Mhm. Also was es alles für Angebote gibt, eben vor dem Hintergrund der anstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt. Und außerdem wird in dem Antrag auch die Ausarbeitung einer umfassenden Landeswasserstoffstrategie begrüßt. Ja, und wenn wir gerade beim Thema Unternehmen sind, dann gibt es noch einen weiteren Antrag der Koalitionsfraktionen. Und zwar setzen sie sich da für die Förderung von Frauen ein, welche unternehmerisch tätig sind oder ein Unternehmen gründen wollen. Hierzu soll jährlich ein Sonderpreis an erfolgreiche Unternehmensgründerinnen vergeben werden. Ja, und ganz zum Schluss sollen noch 2 große Anfragen der CDU-Fraktion sowie eine große Anfrage der AfD-Fraktion besprochen werden, die sich thematisch mit der zukünftigen medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz beschäftigen. Insbesondere im Bereich der Hausärztinnen und Hausärzte werden ja in absehbarer Zeit ältere Ärztinnen und Ärzte altersbedingt aufhören. Die Nachbesetzung dieser frei werdenden Stellen gestaltet sich gerade im ländlichen Bereich als schwierig. Und genau darum soll es eben bei der Besprechung gehen, wie also die Politik gedenkt, mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Dann danke, Katrin, für den Einblick ins Plenum. Das sind ja viele spannende Themen. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer für das Plenum interessieren, für einzelne Themen interessieren, kann man den Livestream wie immer auf der Landtagsseite sich anschauen oder in den sozialen Medien auf YouTube und Facebook. Und damit sind wir auch schon fertig für diese Folge, sind fertig mit der Januarfolge und dann hören wir uns im Februar wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann, mach's gut.